Hallo und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Brotherhood. Tja, und in der letzten Folge haben wir, ja gut, es war eine etwas längere Folge, wir haben eins der Verstecke der von Romulus Brüdern oder wie auch immer die sich nennen, entdeckt, haben den ersten von 6 Schlüsseln zu einer neuen Rüstung bekommen und außerdem ja, ein Versteck der Assassinenbruderschaft jetzt praktisch für uns entdeckt. Und das hier können gleich mal renoviert werden, wenn wir es können, jawohl. Überhaupt werde ich mich jetzt erstmal möglichst neu einkleiden, hier in einer neuen Sequenz. Sofern wir was... Viel. Römische Stiefel, na gut. Okay. Waffen, römisches Langschwert. Hm. 1400, na gut. Das geht auch noch. Ein Messer. Gut, auch wenn wir die selten benutzen, die kleinen Waffen. Die Armbrust können wir uns immer noch nicht leisten. Fast 13.000. Geschäftsaufträge. Naja. Treue. Achso, wir brauchen 3 Terrakotta-Gefäße, 2 Totems und 2x buddhistische Gebetsperlen für dieses Schwert. Okay. Können aber trotzdem was verkaufen. Ach, Weihrauch, das bringt nicht viel. Indische Diamanten dagegen schon. 6 Florin für ein Glas mit Blutegeln, ja gut. Eigentlich haben wir Glück, dass wir überhaupt dafür was kriegen. Hasenpfoten. Silbererz, ja, dafür bräuchten wir noch ein bisschen mehr, aber Münzen von Vlad dem Fähler, Wolle. Okay, das war's. Wir brauchen eindeutig noch mehr. Dann ciao. Okay, neue Stiefel. Dann haben wir hier einen Aussichtspunkt ganz in der Nähe, den werden wir gleich nutzen. Ah, shit. Und außerdem haben wir hier das Assassinenzeichen. Aber noch keine Assassinen. Schade, schade. Und ich höre hier was in der Nähe. Ist hier irgendwas? Ach, eine Kiste. Okay. Warum nicht? Noch ein bisschen mehr Wolle. Und wieder ein Aussichtspunkt. Die Melodie kam jetzt aber sehr langsam. So, wo sind wir jetzt? Ah, hier, okay. Was haben wir da? Einen Arzt? Nee. Ein Templer-Versteck. Weiß ich nicht, ob es hier in Brotherhood dieselbe Belohnung dafür gibt. Aber selbst wenn, wir könnten Geld gebrauchen. Hier haben wir noch einen Aussichtspunkt. Aber wir brauchen immer noch den Klettersprung. Und ich glaube, die Diebe wären dafür am besten geeignet. Nur weiß ich jetzt gerade nicht, wo die sind. Hier ist noch ein Versteck von Romulus, dort unten auch. Ah. Aber ich hatte ja eigentlich vorgehabt, wenn wir uns neu eingekleidet haben, mit neuen Waffen und so weiter, dass wir uns noch ein bisschen mehr Zeug renovieren. Einfach damit mehr Geld in die Kasse kommt. So, und dafür werden wir erstmal hier hochgehen. Hier haben wir nämlich einen Tunneleingang, den wir nicht freigelegt haben. Eine Schnellreiseoption. Schnellreise ist wichtig. In so einem riesigen Gebiet. So. Wir haben zwar nur noch etwas über 5000 Florin, aber es wird schon für ein paar
Renovierungen reichen. So, hopp. Ja, das ist wieder so übelst weit entfernt. Bekannt, dass in seinem Bischofssitz ein Wunder gefeiert und untersucht wird. Hier hätten wir noch einen Schmied, der renoviert werden kann. Warum nicht? Machen wir... Oh, 1000 Florin. Eieieiei. Warum nicht? Alles, was unseren Kontostand verbessert, wir fertigen Werkzeuge machen wir mit. Für das arbeitende Volk. Robuste Waffen und Rüstungen, die jeder Belastung standhält. Okay. Ach, das war der Aussichtspunkt wieder. Wir müssen zu den Dieben zuerst. Die werden uns bestimmt den Klettersprung wieder beibringen können. So, hier haben wir einen Eingang. Och, 350. Ist ja niedlich. Okay. Einkommen wieder gesteigert. Zwei von 18. Uiuiui. Gut, next. Ah, das gibt. Okay. Ah, hier lang. Die Familie Colonna gibt bekannt, dass diesen Samstag auf den Feldern hinter San Lorenzo Fuori Lura ein großes Turnier stattfindet. Ah, Bank, Bank. Hier unten. 1050, Alter. Übertreibt's mal nicht. Hier, Else. So. Wir hatten ja auch noch ein bisschen Geld auf der Bank drauf. Das können wir gleich abheben. Haben wir wieder etwas über 5000. So, das werden wir wohl noch nicht renovieren können. Schneider. Tunneleingang. Warum nicht? Halt hier lang. Oh, oh. So. Wenn ich hier nämlich mal genug renoviert habe, werde ich vielleicht auch mal offscreen einfach so ein paar Abhebungen machen. Können wir uns wenigstens irgendwann mal die Armbrust leisten. So, 800 Florin für den Schneiderlein. Mailand hat mir nichts vor. Der hatte jetzt eigentlich irgendwelche Beutel für uns. Ah! Verdammt schweineteure. Rauchbombenbeutel. Schaltet Rauchbomben frei. Toll. Kleiderfarben. Römisch. Eieiei. Scharlachrot, das sieht eigentlich gar nicht so übel aus, aber. Vergoldet. Römisch vergoldet. Nice. Florentiner Purpurrot. Das hat alles was, die Farben, aber ich bleibe trotzdem beim Assassinenweiß. Auch der Umhang kann gefärbt werden, nett. Ah, aber ihr werdet wiederkommen. Ja, ja, ja. Warte, Santa Anders. Der hat Eier aus Messi. Oh. Habt ihr denn keinen? So, jetzt hier noch den Schnellreisepunkt. Die sind mit am wichtigsten. Und außerdem nicht so teuer. Gut. Wir wollen doch, dass Rom vorzeigbar aussieht, ne? So, wo können wir noch was aufbauen? Hier hätten wir noch einen Arzt bei den Pferden. Noch einen Schneider. Hier ist ein leeres Fraktionsgebäude. Da können wir uns aussuchen, was wir dort machen. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch
unser Einkommen steigert? Das dürfte eigentlich. Alle Unfälle, Diebstähle und Probleme bei der Bewirtung selbst Bagatellen. Okay. 1200. Fraktion nicht verfügbar. Fraktionshauptquartier erforderlich. Ah, shit. Ich muss mich erst mit denen anfreunden, bevor ich die hier reinsetzen kann. Shit. Okay, dann eben nicht. Versuchen wir es hier. Ein Schnellreisepunkt. Sofern wir dorthin kommen. Ich will es doch mal hoffen. Wird seine Hinrichtung als Strangulation stattfinden. Weil er sich so ehrenhaft ergeben hat, kommen wir seiner Bitte gerne nach. Campo dei Fiori, so ehrenhaft ergeben. Die werden die niedergeknüppelt haben. Da unten haben wir noch den Arzt. Ach nee, der ist schon. Alles klar. Der sah jetzt nur so durchsichtig aus, weil ich auf einer höheren Ebene war. Gut. Okay, ziemlich weit oben wieder. Aber gut, dass wir hier hinkommen. Geht mir weg. So, wieder 350. Okay, das sieht doch schon besser aus. So langsam steigt unser Geld etwas besser an. Okay. Ja, hier ist wieder so ein beschädigtes Gebäude. Können wir auch irgendwann renovieren. Aber jetzt erstmal zu dem Schneider. Doch. Ich kann mir sehr viel vorstellen. Das interessiert mich bloß nicht. Nicht hier. Ja, ich hoffe mal, ich überlebe den Sprung dort runter. Okay, hat nicht mal Gesundheit gekostet. Viel Geld. Das ist ein echter Blitzmerker. So, hopp. Hier rüber. Wahrscheinlich muss ich noch ein paar mehr Schneider renovieren, bevor ich hier einen Rabatt kriege. Ja. Okay. Wie vierte war das jetzt? Kommt und seht, was Stolz, Schönheit und Jahre der Erfahrung euch bieten. Hier steht jetzt nicht da, aber ist egal. So, noch irgendjemand. Hier haben wir noch einen Arzt. Warum nicht? Verbringe ich die Folge jetzt hier praktisch nur mit Renovierungen. Das ist auch mal was Nettes. Und geht weg. Ah, bin ich jetzt hier richtig? Ja, okay. Sehr schön. Es sollen doch überall schön Geschäfte stehen. Frisch gefangene Igel! Wer braucht einen Aderlass? Und irgendwas glänzt hier. Man hört wieder dieses Geräusch, als wäre was in der Nähe. Heilung, Gesundheit, Igel! Vielleicht über uns, hm? Ja! Was ist das denn, eine Feder? Nö, das war ein Banner. Okay. Gut, vielleicht schaffen wir noch eins, huh? Was haben wir hier? Das Pantheon, naja, stimmt. Und der Aussichtspunkt, den wir noch nicht wirklich erklimmen können, oder die
was auch immer. So, Schneider. Machen wir den noch. Dann sind wir für die Folge wieder fertig. Dann kümmern wir uns um entweder die Diebe, Kurtisanen oder Söldner. Wer auch immer der Erste ist. Eine Warnung an alle, die die wohltuende Wirkung der. Am liebsten werden wir ja Diebe, aber erstmal egal. Geht mal weg hier. Hier glänzt wieder was. Ich hätte mir bei einem Kunsthändler auch eine neue Schatzkarte kaufen können. Dann würde ich sehen, was hier so gerade glänzt. Sofern das eine Kiste ist. Kann auch was anderes sein. Na, ist egal. Wenn es eine Kiste war, komme ich hier eh nochmal hin. Das sieht ein bisschen gefährlich aus. So. Wir müssen ja nicht ständig uns die Beine brechen, wenn wir irgendwo runterspringen. So. Bloß die Klappe. Hopp, hopp, hopp. Dort unten. Der Architekto Maestro Jan Temken von Delft gibt nächsten Freitag ein Seminar über den Bau von modernen Brücken. Ah, hier. Gut. Und 975. Euren Scheißkerle. 3300, das ist schon gut. Wer kann ein wenig Goldbrokat schon widerstehen, Justo? Neue Gegenstände bei Schneidern freigeschaltet und Rabatt erhöht. Hey! Das will ich jetzt sehen. Oh! Messergürtel-Erweiterung. Ja, okay, das ist ein bisschen billiger. Schwere Schwertscheide, Messergürtel. Okay, dann wissen wir, worauf wir noch sparen können. Erstes Ziel ist jetzt aber wirklich die Armbrust. So, wir gehen nochmal zu einem Kunsthändler. Dort kaufe ich mir noch eine neue Schatzkarte, sofern eine vorhanden ist. Aber es dürfte eigentlich. Dann kann ich mich offscreen wieder um die Kisten kümmern, die ich erreichen kann. Wenn ich dann ein bisschen besser ausgerüstet bin mit Armbrust etc., kann ich mich vielleicht auch endlich wieder an einen der Hauptmänner der Borgia-Türme herantrauen. Der letzte Versuch ging ja ziemlich in die Hose. So, Schatzkarten. Oh, der hat gar keine. Schade, der hat nur Gemälde. Okay. Nächstes Mal finden wir etwas, das euch gefällt. Ja, wollen wir es hoffen. Okay. Händler, das interessiert doch jetzt keinen. Okay. Ja, gut, Leute. Wer jetzt hier wer ist bei den ganzen Punkten? Ich glaube, hier unten war die Diebesgilde. Glaube ich mich zu erinnern, dass die ziemlich weit weg war. Dann sind hier die Söldner und hier, glaube ich, die Kurtisanen. Die waren immer in der Nähe des Anfangsgebiets. Glaube ich mich zu erinnern. Aber ist erstmal schnurz egal. Renovieren ist, glaube ich, jetzt erstmal mit unserem derzeitigen Geldstand nicht möglich. Okay, Leute. Ich werde vielleicht ein bisschen Zeit vergehen lassen, immer mal wieder das Geld abheben. Einfach, dass wir ein bisschen was angespart haben. Okay. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Dann haben wir vielleicht schon genug Geld, um uns die Armbrust zu kaufen. Und ja, vielleicht noch ein paar andere Sachen. Bis dahin. Tata!